Schönste Jahreszeit überhaupt bei Far First Frontier. Die Zeit, an der die Würmer kommen. Oh, pardon, nein. Die Zeit, wo die Schneeflocken vom Himmel fallen. In der alles weiß wird. Der die Wölfe im Hintergrund heulen. Ja. VWB waren im früheren Leben mal ein Wolf. Ich könnte euch ja nicht. Ist egal, das sind jetzt so. Interessiert euch ja gar nicht. Sachen gehen kaputt. Fisch geht verloren. Das Gebäude wimmelt vor Nagetieren. Wir haben doch haufenweise. Zwei Rattenfänger hier. Sollen wir noch ein Rattenfängerhaus bauen? Hier unten hatten wir auch vor. Pocken. Wir brauchen dringend medizinische Wurzeln, die wir auf der Karte hier nicht finden. Vielleicht heilt ja auch Isolation. Ausbau läuft. Backsteine werden hingebracht, Gold auch und die Bretter. Und jetzt schauen wir uns nochmal an, die zweite Ziegelei, ob wir die jetzt hier hinsetzen können. Immer noch. Doch, jetzt geht's. Wie rum setzen wir die? So ist okay. Einmal hier hin. Sehr schön. Und den Ausbau des Marktes priorisieren wir allerdings. Schaut mal, wir haben erstmals überhaupt im Spiel über 1000 Brennholz auf der hohen Kante. Wahnsinn. Unfassbar. Das ist aber echt ein bisschen viel hier. Ich glaube, das ist mir sogar wirklich zu viel hier. Im Winter geht es allerdings auch schnell zur Neige, ne? Weil wir die Kohleproduktion verdoppeln wollen, wegen der zweiten Ziegelei. Wie viele Kohle haben wir denn auf Vorrat? 75, ziemlich konstant immer. Ich nehme mal eine Person mehr hier rein. Ach Quatsch, wir machen. Verdoppeln ist eigentlich schon... Ne, Kohle geht auch durch die Schmiede drauf, nicht nur durch die Ziegelei. Nur ein Mensch, der hier im Schneckentempo demnächst Waffen herstellt und noch Werkzeuge. Vielleicht so halbe halbe. Wie viele Werkzeuge haben wir? 26 lässt doch schnell weg. Auf zwei müssen wir immer haben. Werkzeuge laufen im Dauer. Laufen im Dauerverschleiß durch. Donny Donsinho, liebe Grüße, fragt, guten Abend, ist das Spiel intuitiv, auch für Einsteiger bei Aufbauspielen geeignet? Oder ist es eher wie bei Frostpunk, wo man echt ein guter Aufbauspieler sein muss? Gibt doch bitte mal Donsinho eine Antwort drauf. Weil das ist, glaube ich, eine Sache, die, da finde ich es interessanter, was ihr aufgrund eurer vielfältigen, teils auch eigenen Spielerfahrung berichten könnt, als dass wir hier nur auf mich gucken. Also das fände ich sehr, sehr spannend. Könnt ihr ihm mal die Frage beantworten? Hier kommen neue Arbeiter rein. Also eine Sache will ich schon mal sagen, das ist jetzt kein Kern der Sache. Es gibt kein Tutorial, dadurch ist das Spiel etwas schwerer. Es gibt ein externes Lexikon. Da wird man allerdings nicht feierlich im großen Stil darauf hingewiesen, sondern es gibt einfach einen Button im Hauptmenü. Den kann man auch, glaube ich, über Escape und über die Optionen aufrufen. Kann man nicht, nur im Hauptmenü. Und da wird man verwiesen auf eine externe Webseite, die auf Englisch ist, die einem die Spielfeatures erklärt. Da muss man allerdings selber sich, also man muss jetzt kein Experte sein, um diese Seiten zu verstehen, aber man muss erstmal auf die Idee kommen, dass man wirklich gezielt nicht an sich selber den Anspruch richtet, hey, ich muss alles im Spiel verstehen, sondern auch wirklich auf die Seite geht. Geht man nicht auf die Seite, ist es schwieriger, weil da werden viele Zusammenhänge echt erklärt einfach erstmal.
Last Star sagt, ich finde das Spiel gar nicht casual, sondern schon etwas komplexer. Silent Nerd, es gibt mit Sicherheit einstarker, freundlichere Spiele. The Buggy, ich finde, dass es schön viel Micromanagement ist für einen Anfänger. Earl Tom meint, am Friedhof stehende Holztore. Das würde mich wundern. Ich dachte, er hätte ich alle schon entfernt. Nee, hier stehen keine. Die habe ich schon umgebaut längst. Die Steckrübenkrankheit hat wieder zugeschlagen, auf demselben Feld wie eben. Und jetzt haben wir sie auch drin. Die kommt aber nur alle 3 Jahre. Komm, wir lesen uns mal den Tooltip durch hier. Vom Wind übertragen schädigt diese Krankheit die Blätter der Pflanze, kann zu mäßigen Ernteverlusten führen, kann sich auch auf umliegende Steckerrübenfelder ausbreiten. Ah, es sind nicht nur Steckerrüben betroffen, auch Kohl. Das ist doof, weil Kohl und Steckrüben haben wir relativ oft dran. Da ist die Frage, ob wir hier etwas austauschen gegen eine andere. Ja, beim dritten Mal. Dass wir nicht Kohl und Steckrüben so dicht hintereinander haben, sondern hier mal auf dem Feld vom Kohl umwechseln auf irgendwas anderes, was an Gemüse. Oder wer könnte noch mehr Flachs herstellen? Den Gemüse haben wir eigentlich genug. Lauch haben wir nicht sehr oft, ne? Lauch ist hitzetolerant. Lauch könnten wir hier herstellen. Lauch wäre hier nicht betroffen. Wir checken mal die anderen Felder, ob da viel Lauch produziert wird. Ich glaube, es gab nur ein weiteres Feld mit Lauch. Hier, das ist weit weg auf der anderen Seite. Also die würden sich, falls es eine Lauchkrankheit gibt, die springt nicht über. Hier ist das Lauch allerdings ganz unten. Das sollte ja auch versetzt entstehen. Und hier auch ganz unten. Das ist ein bisschen doof. Dann haben wir eine riesige Lauchschwemme quasi. Die Leute haben die ganze Zeit nur Lauch zu futtern. Geht natürlich, ist nicht schlimm, aber... Wie oft haben wir das Getreide hier doppelt? Wir könnten die beiden vertauschen. Wir haben 4 Felder. Wir gucken mal, wo woanders Getreide ist. Hier ist das Getreide in der 2. Saison. Hier ist das Getreide in der 1. Saison. Hier ist das Getreide in gar keiner Saison. Ja, und hier in der 3. Dann sollten wir auch nicht tauschen. Ich würde alles dann... Lassen wir es so, wie ist. Dann ist der Lauch halt doppelt. Komm. Irgendwann können wir wieder umsteigen auf was anderes. Nein! Ich weiß, wie wir es machen. Wir lassen den Lauch hier drin, aber wir steigen hier hinten um von Lauch auf Kohl. Weil dann haben wir eventuell wieder das Problem mit Steckrüben und Kohl, ne? Wir lassen es so, wie es ist. Komm. Ob ich das Spiel angenehmer oder besser finde als Anno, ausschließlich anders als Anno. Lieber Commander 1313, weil Anno ist einfach ein weitaus komplexeres Spiel mit mehr Klimazonen, mit viel mehr unterschiedlichen Produktionsketten. Es gibt ein Transportwesen zwischen den Inseln. Es gibt Elektrizität, ein komplett anderes Feature, das es hier zum Beispiel fehlt, das ganz wichtig ist. Anno 1800 ist weitaus komplexer als dieses Spiel hier. Weitaus komplexer und es hat eine andere Spielwelt, weil Anno hat so eine heitere, komödiantische, leicht schrille Note von der Spielwelt her und das ist also eine sehr ernsthafte, sehr realistische und manchmal auch etwas düstere Note. Ja. Also funktioniert einfach ganz anders. Ist der Markt fertig? Ja, Markt ist fertig und jede Menge mehr Geld da. Die 2. Ziegelei läuft, glaube ich, auch. Ist immer noch nicht fertig. Es fehlen noch Bretter und Steine. Wir produzieren viel zu viel Brennholz. Das geht so nicht gut. Das müssen wir mal ein bisschen einbremsen hier. Zwei weg.
sind jetzt bei 1267 auch, man kann es echt übertreiben. Ein Händler ist da. 55 Tage lang ist noch Atka of the Iron Clan, da Atka vom Eisenclan. Sie kauft ein für viel zu wenig Geld Eisenerz. Klamotten für einen mäßigen Preis, Seife für einen mäßigen Preis, davon aber sündhaft viel, Seife können wir verkaufen. Kerzen für einen mäßigen Preis, so viel haben wir auch nicht auf Vorrat. Bier haben wir auch nicht mehr so viel. Golderz verkaufen wir nicht. Dann lasst uns doch mal Seife hier schon mal hinbringen. Bei Seife brauchen wir Talg. Wie viel Talg haben wir auf Vorrat? Rohstoffe Talg. Wo ist Talg? Seht ihr Talg? Schreibt mir, guck mal kurz zu, in welcher Spalte ist Talg? Ich sehe ihn gerade nicht. Bei Nahrung sicher nicht. Das ist Mehl. Wo ist denn der Talg? Haben wir gar keinen Talg? Das kann sein, dass wir so viel Seife produzieren, dass gar kein Talg mehr da ist. Wo? Nicht dabei. Wir können mal gucken gehen, ob wir ihn finden bei leere Gegenstände anzeigen. Da ist er. Wir haben tatsächlich... Nee, Golderz. Hier, da ist Talg. Bei produzierten Materialien. Null. Das heißt, wir sollten die Seife auf Vorrat behalten. Es sei denn, wir können jetzt Talg einkaufen. Dann sieht es anders aus. Schauen, ob sie uns Talg verkauft. Sie verkauft uns Räucherfisch, Werkzeuge, Waffen, Eisen, schwere Werkzeuge und einfache Waffen. Alles Sachen, die wir im Augenblick nicht einkaufen wollen. Und zwar Räucherfisch könnten wir einkaufen für ein Appel und ein Ei, aber wir haben selber 187 auf Halde. Und wir haben nicht unbedingt, ja, wir könnten ein paar einkaufen für den Winter oder man weiß nicht, was kommt. Wir sind Anfang des Jahres, aber notwendig ist es eigentlich nicht. Dann würde ich mit ihr nach langer Zeit keinerlei Handel treiben. Oder ein bisschen Räucherfisch nur abnehmen, sonst nichts. Wir kaufen eine kleine Menge Räucherfisch ein. Einfach so, damit wir in der Übung bleiben. Ah, da wären auch die medizinischen Wurzeln drin, wenn man den Haken setzt. Das ist ein guter Tipp. Die medizinischen Wurzeln stehen bei den Rohstoffen und ja, es gibt sie, aber wir haben sie nicht auf der Karte anscheinend. Zumindest nicht bei uns in der Nähe, das, was wir aufgedeckt haben. Gold ist da. Wir kaufen einmal den Räucherfisch ein hier. Das Gold ist 5, können wir auch hier ruhig hier drin lassen. Oh, es sind da 103 Bier im Inventar. Vom letzten Mal. Die wurden später geliefert, dann kann man die auch verkaufen. Der Preis ist zwar nicht so sensationell, aber wir schwimmen in Bier. Da können wir das Geld auch wieder zurückschicken. Klasse. Ja, als Zeichen unseres guten Willens, genau. Spü, kaufen wir ein bisschen Räucherfisch ein, ja. Nee, Matze, Bier, wir schwimmen in Bier. Ja, man kann in Bier schwimmen. Man hat immer ein bisschen Schaum vor dem Mund, aber man kann in Bier schwimmen. Alles gut. Wir könnten auch noch mal mehr von der Karte erkunden. Das würde ich aber eher im Winter machen. Ach doch, wir haben dafür, dass es Sommer ist, mittlerweile erstaunlich viele Leute. Wir sollten noch mal ein paar Häuser hier unten bauen. Und wir könnten nochmal für mehr Attraktivität sorgen. Lass uns mal kurz nachdenken. Am Feld steht doch nur ein Holzturm, meinte Earl Tom. Wo denn? In welchem Feld denn? In den beiden Feldern schon mal nicht. Das ist Stein, das ist Stein, das ist Stein. Da hinten. Gute Auge.
Danke dir. Also, weitere Häuser auf jeden Fall setzen. Aber lasst uns auch mal schauen, wir können auch Deko-Sachen setzen, ob wir mittlerweile... Keramik sollten die Leute ja mittlerweile haben, durch die Töpferei. Keramik war ein Bedürfnis, das die hatten. 156 Töpfer waren auf Vorrat. Das ist absurd viel. Wo war die Keramikwerkstatt? Schmeißen wir gleich mal ein paar Leute raus. Sonst geht der Ton ja komplett flöten. Töpfer. Zwei Töpfer reichen. Und dann sollten wir eigentlich beinahe viele unserer Gebäude upgraden können. Was fehlt, ist noch etwas mehr Nahrungsarten. Käserei bauen, das wäre eine Möglichkeit. Töpferwaren ist da und die Attraktivität noch steigern. Ich würde sagen, wir beginnen mal mit der Käserei als nächsten Schritt. Ja? Hier vorne haben wir mittlerweile eine Herde von 9 Kühen. Und die werden gemelkt. Das könnte für ein bisschen Käse reichen. Baumenü, Käserei suchen. Da ist die Käserei. 25 Bretter, 50 Backsteine. Können wir schon wieder nicht setzen. Müssen wir erstmal Backsteine sammeln. Dann können wir aber schon ein paar Deko-Sachen hier hinsetzen mit den Brettern, von denen wir mittlerweile viel haben, um ein paar Gebäude schon über die 65% Attraktivität zu bringen. Hier die Bäume, die haben 66 und 67. Wir brauchen 66%. Das ist schon verbessert. Wir haben schon das erste große Haus hier. Wir hatten ja den automatischen Ausbau angeklickt. Wir haben schon ein großes Haus. Und es ist verbesserbar auf Stufe 4 mit noch mehr Attraktivität, mit Möbeln und mit Glaswaren. Okay. Das ist das erste große Haus bislang überhaupt bei uns in der ganzen Stadt. Und das gibt, kann man eigentlich im Gebäude sehen, wie viel Geld das gibt? Wie viel Steuern? Ich glaube nicht. Sollte auf jeden Fall ordentlich sich lohnen. Das heißt, wir schauen, dass wir noch ein paar Gebäude mehr. Das kann auch demnächst ausgebaut werden. Hier fehlen noch ein paar Nahrungsarten, okay. Aber hier können wir noch ein bisschen mehr die Attraktivität hochtreiben. Wir könnten zum Beispiel die Bäume hier fällen und da einen Garten hinsetzen. Ich weiß, das klingt makaber, aber das gibt mehr Attraktivität. Die drei hier. Die werden gefällt, bitte. Eine Eiche weg. Noch eine Eiche weg. Eiche 3 weg. Und dann setzen wir, hätten wir auch direkt machen können, also Deko, einen Gartenweg drüber. 15 Gold, 5 Steine, 5 Bretter. Denn aus irgendwelchen Gründen gilt das als attraktiver, so einen kleinen, popligen Gartenweg zu haben, als die drei prachtvollen Eichen. Im großen Haus wohnen auch mehr Menschen, wurde gerade festgestellt. Gehen wir gleich mal gucken, ob das stimmt. Ja, das finde ich aber gut. Das hat mir echt gefehlt. Bislang die unteren, die hatten nur immer 4 Leute. Das ist echt gut. Das ist ja sehr motivierend hier noch für mehr, hier auch 65er Attraktivität. Scheibenkleister, wir müssen auch hier die Eichen entfernen, um für 58, 58, 62, 63. Wir versuchen nur einen kleinen Garten dahinter zu setzen, einen Gartenweg hier. Hier drüber setzen, einmal hier hin, ja. Ist alles sehr eng gebaut worden von uns. Hier hinten können wir auch noch was hinsetzen. Das ist allerdings zu weit weg. Hier können wir locker noch mehr für mehr Attraktivität sorgen. Hier sind überall noch Lücken. Vielleicht passt sogar ein ganzer Gartenweg hier hin. Nee, das nicht. Aber mehrere kleine Gärten. Einer passt hier hin, okay. Hier, einmal Baum fällen, einmal Garten hinsetzen. Es ist eine Schande, ich weiß. Ist echt eine Schande.
die großen schönen Bäume weg, die komischerweise keine Attraktivität bringen, gegen kleine poplige Gärten austauschen hier. Da auch. Hier passen leider keine hin. Wir könnten einzelne Gebäude verschieben natürlich, ne? Und im Hintergrund Gartenanlagen dazwischen setzen. Hier gehen auch noch ein paar, oder? Nee, hat die waren wir eben schon. Wir lassen die erstmal bauen hier. Nein, Plünderer kommen. Von wo? Bitte nicht von unten. Von da? Was? Wo ist das? Scheibenkleister von unten. Nein, von der Seite. Da haben wir nicht unsere, da haben wir keine Türme gebaut und keine Mauern. Von hier kommen sie rüber, rennen wahrscheinlich den Weg lang, wollen hier durch. Wir haben 2, 3 Wachtürme gebaut. Ein Wachturm, die sind hier. Ein Wachturm, 2, 3. Die 3 haben wir gebaut. 4, hier vorne steht auch einer. 4 Wachtürme. Die werden beschossen, sobald sie hier reinkommen. Wir können die Leute auch zusammenführen. Im Stadtzentrum die Glocken klingeln lassen, dann feuert das auch. Es sind 30, das sind schon mal 50% mehr als beim letzten Mal. Langsam wird Zeit für erstens mehr Wachtürme, zweitens für bessere Mauern und nee, für eine Kaserne und für ein paar Truppen. Denn je größer die Stadt mehr, desto mehr Plünderer kommen. Also so schaffen wir es auf jeden Fall noch. Und wir nehmen einfach alle Leute, wenn die in die Stadt reinrennen, schicken wir die Leute da rein. Von da oben kommen sie. Einer. Das ist doch eine von unseren Leuten. Zieht sich zurück, ach so. Von hier kommen die. Wo ist denn das? Von Südwesten. Also wenn, nee. Oh Gott, Südwesten. Nee, doch, von da, da waren wir eben. Ich weiß nicht, was Süd und Ost hier ist, aber von da oben kommen sie halt. Da kommen sie. Jagen unsere Jäger. Ziehen die Leute schon mal zurück, die hier unten sind. Da oben kommen auch welche. Das sind alles Plünderer. Wir läuten hier schon mal die Glocke. Gleich schießen unsere Leute. Da kommen die Plünderer. Alles rennt kunterbunt durcheinander. Bitte in die Stadt hier hin. Da kommen die von hier. Die haben sich aufgeteilt in mehrere Teile, das ist gut. Die ja alle schicken wir los. Hier hin bitte. Die Jäger feuern auch schon mal. Wir greifen zu früh an. Die sollen erstmal in Schussreichweite kommen. Unsere Türme. Leider ruckelt das Spiel ein bisschen was, das kann ich jetzt nicht beeinflussen. Leider sehr unübersichtlich, also das ist jetzt echt extrem unübersichtlich. Ich weiß nicht genau, die sind rot markiert, ne? Aber die Stadt ist mittlerweile sehr groß. Und wir müssen die einfach angreifen lassen, dann haben wir eine Chance. Die dürfen nicht wegrennen. Wir müssen überall gleichzeitig sein jetzt. Da ist einer, genau.
wir laufen erstmal zurück. Die sollen alle in die Mitte der Stadt, da wo die Türme sind. Das ist mir zu unübersichtlich hier. Wir haben schon haufenweise Verluste. Alle in die Mitte der Stadt, bitte. Wir müssen... Nächster Schritt ist Verteidigung besser. Weil die werden jetzt zwar beschossen von all den Türmen. Und jetzt müssen wir... Und jetzt gehen wir in die... In den Echtzeitstrategie-Part. Und schnappen uns so einzelne Leute und greifen die an. Und schwächen die so ein bisschen. Aber es ist... Aber mittlerweile ist die Siedlung so groß und die Anzahl der Feinde so hoch. Es ist echt unübersichtlich jetzt hier. Das sind einfach zu viele. Das kriegen wir nicht vernünftig gemanagt hier. Stadtzentrum wird angegriffen. Die Leute hauen immer wieder ab. Die sollen allerdings kämpfen. Die laufen alle wie die durcheinander laufen in alle Richtungen hier irgendwie. Das ist leider sehr, also ich versuche ein bisschen Micromanagement, aber es ist definitiv nicht übersichtlich. Die Glocke haben wir doch schon längst geläutet. Also ich habe leider Probleme, irgendwas Sinnvolles zu machen. Ich kann so einzelne Leute mal rausgreifen. Weil die laufen parallel, teilweise nebeneinander her. Die einen laufen weg. Die anderen, die ich aktiviert habe, greifen an. Ja, jetzt flüchten sie, die Plünderer. Ich muss quasi die schnappen, die jetzt hier zurücklaufen. Also, das ist jetzt echt doof. Also, da kann ich nicht viel groß hier machen. Wir sind eigentlich turmhoch überlegen, würden alle unsere Leute, die wir eben noch hatten, viele sind jetzt gestorben, würden die einfach alle in den Nahkampf gehen. Wäre das kein Ding. Es gibt keinen Sammelbefehl dafür, den man machen kann. Die sind eingestellt auf, wir rennen weg. Ein Teil davon läuft nur ins Stadtzentrum. Was soll ich da groß machen? Ich kann nicht, also ich kann immer einzeln, es sind 30 Leute, immer so ein bisschen hier Leute anklicken und hoffen, dass man dann irgendeinen von denen hier erwischt, aber die rennen ja teilweise auch schneller. Der hat geklappt. Und immer wenn wir einen killen, die Leute rennen ja mit ihrer Beute weg. Ne? So, jetzt haben wir drei hintereinander erwischt. Der ist jetzt auf der falschen Seite. Rennen die wieder hinterher. Ich meine mal einen Bogenschützen. Ach, das ist ja nicht zu fassen. Ist hier noch irgendwo jemand? Seht ihr noch irgendwo Leute, die wir auch erreichen können? Ich glaube nicht, ne? Also das ist jetzt echt doof. Da müssen wir uns merken, damit wir beim nächsten Mal nicht so ein Chaos haben. Ab jetzt Verteidigung ernst nehmen, weil Micromanagement im Kampf einfach nicht vernünftig hinhaut. Können wir hier, vielleicht haben wir hier noch ein paar Leute. Die eine Frau,
Ja, das macht ja keinen Sinn. Da können wir die auch wieder zurückschicken hier. Falls hier überhaupt noch welche sind. Die, unsere Leute sind grün markiert, die sieht man auch nicht so gut. Ich glaube, das war's. Könnt auch die Leuten, die Glocken hier wieder läuten lassen. Die Leute können an die Arbeit gehen. Also das ist frustrierend, weil wir wirklich turmhoch überlegen wären, wäre hier eine Steuerung möglich im Kampf. Und das geht halt nicht. Ne? Die Leute rennen weg. Ich kriege nicht alle auf einmal. Wir haben, das waren 30 Plünderer, die mäßig bewaffnet sind. Wir spielen auf keiner hohen Plündererstufe. Wir hatten 7-mal so viele Leute. Ein paar davon waren Jäger. Wenn die zu 6 sich jeweils zu 70 auf einen stürzen, ist das ein Klacks irgendwie. Ne? Müssen wir im Krankenhaus noch jemand einstellen, wird gefragt. Alle Patienten sind da, 2 Leute sind hier. Mehr können wir nicht machen gerade. Dorfbewohner werden teilweise geheilt. Gleich kommt auch eine Meldung rein, wie viele Verluste wir hatten. Ich glaube, so um die 20 Menschen müssten gestorben sein. Ne? Es waren 45 Plünderer. War das nicht eine Anzeige 33 oder 30? 2 Angriffe hintereinander kamen rein. Ach, deshalb. Ich dachte, es wäre ein Angriff gewesen. Okay. Die Gebäude reparieren sich von alleine. Haben wir Probleme mit der Ernte? Schnell mal alle Berufe durchchecken und die wichtigen und die unwichtigen verteilen. Brennholz haben wir genug. Würde ich sogar einen runternehmen. Rattenfänger müsste das Maximum sein. Räucherer lieber auch. Sammler ebenfalls. Lebensmittelhändler. Bauern. Fischer. Bogner haben wir genug. Brauer. Einer reicht. Töpfer haben wir genug. Weber. Müsste eigentlich auch reichen. 11 Arbeiter bleiben übrig. Ja, das heißt, jetzt kommt die Meldung. Also, 9 Gebäude zerstört. Das werden die, ich weiß gar nicht, was jetzt zerstört ist. Das können eigentlich nur so, also Gebäude ist, glaube ich, übertrieben. Ich glaube, die haben irgendwie so Mauernstückchen irgendwo zerstört. Hier unten liegen Leichen auf der Straße haufenweise. Dorfbewohner, die hier verstorben sind, die nicht rechtzeitig hochgebracht hatten. Also die zerstörten Gebäude, ich sehe eigentlich nur beschädigte Gebäude, ich sehe keine zerstörten. Plünderer getötet 26. Umfang des Raubzugs 30, dann hätten wir beim ersten Raubzug von 30 Angreifern 26 getötet und es wurde nichts geplündert. Also der erste Angriff, den haben wir super gut abgeschlagen. Es war aber noch ein zweiter von einer anderen Richtung da. Der kommt gleich rein. Die Meldung. Aha. Ein Räucherfisch, 9 Räucherfleisch, 2 Töpfer waren geplündert. 15 Leute angegriffen, 10 getötet, 3 von uns nur gestorben. Das heißt, wir hatten 3 Dorfbewohner, eben starb glaube ich keiner, 3 gestorben, ein paar verwundet, ne? Wenn ich das richtig verstehe. Wir haben also fast alle, trotz des Chaos, die fast alle Plünderer getötet, 3 Menschen verloren und ein bisschen Nahrung verloren. 26 Tote, eben waren es 23. 26 Tote ist, ach, das ist zu viel. Das ist zu viel. Also dann müssen wir Mauern, Kasernen, Wachtürme bauen bis zum nächsten Mal, weil man nicht genau weiß, wann das nächste Mal ist. Immerhin stehen jetzt ein paar Wohngebäude leer. Im nächsten Winter rücken wir dann vor. Da haben wir wieder viele Menschen, die hier wahrscheinlich nichts machen, die von den Bauernhöfen, von den Feldern runterkommen, dann verkleinern wir den Bereich, den wir einsperren. Wir müssen ja nicht die ganze Stadt absperren. Na, also irgendwo, dass wir hier eine Lücke schließen, notfalls ein paar Wohngebäude ein Stück nach unten versetzen. Dann hier noch ein paar Wachtürme hinsetzen, eine Kaserne vielleicht ausheben für Truppen, um das Zentrum zu verteidigen, sowas in der Art. Ja. Und wir müssen gucken, ob wir noch ein paar Mauern finden an den Palisaden, ob wir noch irgendwas kaputt gegangen ist, das wir noch reparieren müssen.